Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es eine Manga-Review und zwar was ganz Besonderes, was es ewig lange nicht mehr auf meinem Kanal gab. Und zwar zu einem englischen Manga, weil wir die japanischen Bände nicht da haben. Das ist jetzt, kann ich schon mal sagen, auch kein Manga, der mich jetzt so interessiert, dass ich ihn mir jetzt kaufen würde. Allerdings, mir gefällt der Zeichenstil. Und ja, der Rasta Tyrant. Ja, das sind nämlich meine Mangas, deswegen sind sie auch englisch. Genau, der hat, oh, wo du sagst, auch japanischen Manga. Jedoch, diesen Manga hat er halt nur auf Englisch da. Und ich wollte jetzt so eine Review machen, damit der Zeichenstil gefällt. Also, ausnahmsweise, Leute, will ich ausnahmsweise, sowas habe ich nicht mehr gerne auf meinem Kanal, bin ich ganz, ganz ehrlich. Gibt es heute eine englische Manga-Review. Ja, so ein Manga-Review. Zu einem englischen Manga, wie gesagt, ausnahmsweise. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich, denn es geht um Monster Wrestling. Und dieser Manga lief im Comic Ride. Und hier muss man mal nachschauen, weil genau Comic Ride, was zum Mikromagazin gehört. Und es gibt drei Leute, die an diesem Manga arbeiten. Die Zeichnungen sind von Ganma Rei, die Originalzeichnung von dem Tia Tanyo. Und der Producer ist der Takeo Aoki. Takeo Aoki wird allerdings als der Schreiber da gekennzeichnet als Autor. Ich denke mal, das wird so abläufen. Dieser Tia Tanyo, der wird letztlich so das Grundkonzept gemacht haben. Also hier, Leute, ihr soll irgendwie Monster und Mädchen gehen, die so wresteln. Und dann hier der Takeo, der wird das dann ausgearbeitet haben. Und der Ganma Rei, der zeichnet das Ganze dann. Der Manga ist übrigens von 2017 und ist mit 4 Bänden abgeschlossen. Wir haben allerdings nur 3 Bände hier. Das liegt allerdings daran, dass der 4. Band auf Englisch noch nicht erschienen ist. So sieht's aus. Und es geht ja um ein Cerberus-Mädchen mit dem Namen Tyrol. Ja, komischer Name, habe ich beim Lesen auch gedacht. Aber okay. Da ist ja das Wort Tri drin, für 3. Tirol. Nee, das ist Tri drin, die ist Tirol. Das hört sich nicht wie Tirol. Also Tirol. Gut, egal. Und die ist halt bei diesem Sport, denn das Monster-Mädchen-Wrestling ist halt unglaublich beliebt. Das ist eine unglaublich beliebte Sportart auf einmal in der Welt geworden. Nur hier ist es wie bei so einem Fighting schon. Sie kann überhaupt nicht. Sie ist ein kompletter Schwächling. Ihre Lehrmeisterin, so ein Oktopus-Mädchen, hat die Schnauze voll mehr oder weniger von ihr und benutzt sie irgendwie nur als Sexsklavin. Nein, andersherum. Sie glaubt die ganze Zeit an sie als Einzigste. Ja. Und dann merken die aber nachher, weil sie ist ein Cerberus. Cerberus sind sehr Beschützerinstinkt. Und als sie merkt, dass dann Keiler in Gefahr ist, dann werden sie ihre Kräfte da. Ihr merkt schon, es ist halt wie bei so einem Fighting schon. Denn natürlich der schwache Hauptcharakter, der bleibende quasi trainiert. Und sie hat natürlich so eine besondere Gabe. Sie kann in so einen Berserker-Modus gehen und zerfetzt ihre gehen. Und interessant ist, das nennt sich zwar Wrestling, ist allerdings, haben wir so wie so ein Fighting schon, die kämpfen dann mit solchen kleinen Monster, die haben natürlich besondere Kräfte. Und vor allem, als sie in ihren Berserker-Modus geht, da werden die Gegner halb zerfetzt, überleben das aber. Denn die eine sieht man dann im Krankenhaus später wieder. Der Manga ist tatsächlich sehr, sehr brutal gehalten in den Kämpfen. Es gibt auch natürlich wieder ein bisschen Erotik so zwischen diesen ganzen Monster-Mädchen, wobei nicht zwischen allen, vor allem zwischen diesem Tintenfisch-Mädchen und dem Cerberus-Mädchen. Da ist halt was, aber sonst so vom Charakter. Sie ist auch vom Charakter wie so ein typischer Schon-Charakter. Sie ist dumm. Sie ist anfangs sehr schwach, aber dann bekommt sie natürlich immer ihr Power-Up, sobald ihre Freunde halt in Gefahr sind. Das Team besteht natürlich aus noch mehr Monster-Mädchen. Da ist zum Beispiel so ein Baum-Mädchen dabei. Was war hier? Harpien sind übrigens immer dabei. Und sowas, die sind allerdings, die kommen zwar vor, allerdings ist der Hauptaugenmerk gar nicht mal so auf die gelegt. Gut, man darf aber auch nicht vergessen, der Manga ist halt mit 4 Bänden sehr, sehr kurz. Der ist zwar hier halt zwar normal dicke Bände und gut, ich würde sagen, Band 1 und 3 sind vielleicht ein bisschen dicker als normal. Gut, das ist ja auch die englische Version, man müsste das jetzt natürlich bei der japanischen Version sehen. Übrigens auf der Rückseite, hier sieht man das ganze Team, Baummädchen, Zyklope-Mädchen, das ist das Team der Hauptcharaktere, ist ganz nett, wie gesagt. Und ja, was besonders bei dem Manga auffällt, sind eigentlich die sehr, sehr guten Zeichnungen von Ganma Rei. Und von dem würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass er nochmal einen anderen Manga macht mit sexy Mädchen, die halt keine Monster-Mädchen sind, denn wie ihr ja wisst, ich bin kein großer Fan des Monster-Mädchen-Genres, aber er kann halt wirklich absolut top zeichnen, sehr, sehr Banause. Auch sehr, ja, sehr krass zeichnen. Einmal die Kämpfe, natürlich dann das Monster-Design natürlich. Also wenn man irgendwie so ein Fantasy-Manga mit hübschen Frauen und krassen Monster zeichnen würde, das kann er. Aber auch, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ja,
recht gut dominantere Frauen zu zeichnen. Also wenn da, ja, ich würde gerne mal so ein Fantasy-Manga von ihm lesen mit normalen Hauptcharakteren, die keine Monstermädchen sind, irgendwelche anderen sexy Frauen, die halt aber genauso krass kämpfen können, genauso krass aussehen, so von diesem Art vom Zeichenstil wie hier, wirklich diesem, also ich finde ihn sehr, sehr sexy und coolen Zeichenstil. Ja, mal schauen, ob der sich noch in andere Genres begibt oder nicht. Und ja, wie gesagt, 4 Bände ist halt ein bisschen schwer, diese Story, glaube ich, da unterzubringen. Es geht halt um so ein Turnier, aber es ist auch sehr, sehr viel mit der Vorbereitung und man kann schon davon ausgehen, dass das Ganze ein bisschen gerusht sein wird. Ja, unsere Hauptcharaktere entwickeln sich halt, wie gesagt, Wertschläge, gibt auch so ein Trainingskapitel mal. Und wie ich schon sagte, die anderen Mädels, die kommen jetzt leider nicht so zum Strahlen. Die sind zwar da, aber die sind halt, die sagen mal was, die haben auch mal so einen kurzen Kampf, aber um die geht es halt einfach nicht. Am besten war, als sie sie dadurch motiviert haben, sie haben dadurch motiviert, ja, wie sie gesagt haben, dein Keiler ist tot. Genau. Und dann ist sie durchgedreht. Sie ist durchgedreht, wie gesagt, dann hat sie halt wieder diese ihr typisches Shonen-Power bekommen. Das ist aber jetzt auch gar nicht negativ gemeint, das machen auch zigtausend andere Seinen-Manga. Auch ganz hat das. Und ja, wie gesagt, die sind aber halt da, leider wenn ich nur einmal dafür zu sagen, hey, die eine ist tot oder ja, sie sind halt da um, die haben wieder mal einen kurzen Kampf und das war's. Für mehr sind die außer, dass man sie auch mal auf der Bank sieht oder mal kurz im Ring sieht, sind die nicht weiter da. An sich geht es halt darum, dass diese Gruppe, die halt nicht so ganz top stark ist, sich dann natürlich zum Champion aufmacht, bei einem Turnier teilnimmt, um Champion zu werden. Und die größte Hoffnung steckt halt in dem Cerberus-Mädchen, welche natürlich immer stärker wird und durch ihre Cerberus-Gene dann natürlich ihre Norm-Power-Ups bekommt. An sich ist es ein Shonen-Manga mit Monstermädchen, nur dass er halt ein bisschen brutal ist und mehr Erotik-Elemente hat. Wobei die Erotik halt auch mehr so ein bisschen miteinander rummachen ist. Das ist jetzt nicht so was wie bei Tsukubus Janaimon. Und mehr kann man zu dem Manga gar nicht sagen. Zeichenstil ist top, von Ganmare würde ich mir eher wünschen, dass er einen anderen Manga zeichnet. Wie gesagt, auch hier für Fans des Monstermädchen-Genres auf jeden Fall zu empfehlen. Alle anderen schauen mal rein. Wie gesagt, lese mal ein paar Kapitel davon und sollten dann entscheiden, deine Meinung zu dem Manga? Ja, also ich kann auch sagen, Fans des Genres greifen zu, an anderen lesen Probe. Also was, am Anfang war ich ein bisschen schockiert, weil der war ja an manchen Stellen brutaler und auch von den Zeichnungen krasser. Und da saß ich so, das ist gar nicht so niedlich. Und man muss auch tatsächlich sagen, es gibt ja nicht so, wenn die anderen Monster mit dem Manga mit sehr, sehr viel Humor aufwarten, hat der Manga natürlich auch Humor. Er ist allerdings wirklich im Gegensatz zu den anderen sehr, sehr begrenzt. Also es ist hier nicht so auf jeder dritten Seite ein Witz. Aber genau, du warst ein bisschen erst überrascht vom Manga. Ja, genau, weil ich damit ich habe gedacht, oh, da wrestlen so die Mädchen und sieht man so wie ein paar Brüste zusammengedrückt werden. Das hast du gedacht und dann ist Spritzer das Blut, ich meine, die bricht aus den Gegnern raus, die Gegner vergiftet mit Insekten, dass die rausplatzen. Also Blut fließt in den Kämpfen. Es kommt eigentlich tatsächlich kein Charakter jetzt wirklich zu Schaden, dass er stirbt. Nö, die machen sie nur ganz doll. Die machen sie ganz auer, haben natürlich noch wieder dann, die Gegner haben natürlich auch noch krassere Formen, krassere Power-Ups. Wird ist es halt einfach ein Ero-Shonen Monster-Mädchen. In dem Tag-Team-Turnier, was jetzt das Ende ist, wie es scheint, da gibt es nachher eine Arena, die ist unter Wasser. Da geht es darum, dass sie nicht ertrinken beim Kämpfen. Also auch sowas wird dem Charakter noch hingeworfen. Ist interessant, wie gesagt, ich glaube, unsere Empfehlungen haben wir ausgesprochen. Du gibst wieder dein Gütesiegel. Natürlich, und es gibt sogar in Band 2 da so ein Strandkapitel. Gut, das ist... Das ist wichtig. Das ist halt auch oft gerne bei solchen Werken. Aber wieder dieser ganze Humor, den wir so aus anderen Manga dieser Art kennen, ist hier nicht so oft vertreten. Wenn du dann nichts mehr zu sagen hast, das war's soweit. Dann würde ich mal sagen, wir unsere Empfehlungen sind hier. Das sein Gütesiegel gibt's, meins nicht. Das Monster-Mädchen-Gütesiegel. Genau, das kannst du mal. Gunnery, sehr, sehr gute Zeichnung und ich hoffe, der macht noch mal was anderes. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.